Und geht weiter mit dem 32. Teil des Minecraft Let's Plays. Erst habe ich hier schon, während diesem Tag gibt es noch einen Weg. Das ist zum ersten Mal auch gerade eben diese Farm hingebaut, wo hier Melonen und Kürbisse wachsen. Sonst habe ich erstmal wieder was verlangt, unterirdisch nach Diamanten zu graben. Also ich habe bisher noch keine gefunden, nur ich habe zwar drei Diamanten, aber diese drei Diamanten, die habe ich nicht unterirdisch weggegraben. Ich bräuchte noch zwei mehr Spitzhacken. Ich brauche erstmal vier Steinspitzhacken. Weil Eisen würde ich dann nicht so gerne benötigen. Kann ich irgendwo reinpacken? Ja, hier. Kann ich sonst noch was wegschmeißen? Das kann ich noch. Ich schmeiße auch nochmal weg. Dass ich wieder auch einen Cobblestone nehme. Und Brot habe ich auch wieder ordentlich. Also Nahrungsmangel dürfte ich so etwa nicht mehr haben. Diese langen Gänge, ich glaube einfach mal hier oben lang. Ich bin jetzt hier auf Höhe 15. Grabe ich mal hier los. Gucken mal, ob ich vielleicht hier auf den Diamant stoße. Weil angeblich soll ja die Höhe 16. Die Höhe mit den meisten Diamanten sein. Da war jetzt wieder ein bisschen Kohle. Kohle kann man immer gut gebrauchen. Auch im späteren Minecraft-Leben, also wenn man schon nach Tag 100 oder so eine große Basis gebaut hat. Habt ihr ja noch nicht. Oder nach Part 100 oder 200, 300. Und jetzt immerhin jetzt im 32. Teil. Immer wenn ich Zeit habe, also wenn ich Minecraft spiele, gehe ich immer auf die Let's Play Welt rein, um ein paar Teile aufzunehmen. Jetzt bin ich dadurch am 32. angekommen. Das Inventar ist jetzt relativ leer, dadurch kann ich jetzt mal wieder viel Cobblestone aufsammeln. Ich hoffe mal auch, ob ich auf Diamant stoße. Nein, nicht dahin, dahin. Vielleicht kommt man hier einer oder an. Oder blitzt gerade Lava durch. Es scheint nicht direkt. Das leckt auch ein bisschen. Das liegt daran, dass es kommt nur dann vor, wenn ich das Minecraft-Spiel und gleichzeitig aufnehme. Wenn ich aber nicht aufnehme, dann. Ach, eine Schaufel. Mit dem Bogen hier. Ich habe vergessen, eine Schaufel zu machen. Das macht sie mit dem Brot. Tackel. Soll nicht zu dunkel sein. Das ist blöd, dass ich jetzt hier mit der Hand auf das Kies schlagen muss. Oder mit der Tackel. Und die Tackel mit diesem Kies auseinanderlegen kann. Ich hoffe mal, dass ich mal wirklich wertvolles Erz sehe. Ich habe mal so langsam Zeit nehmen. Nach der Ganglänge habe ich immer noch ein Kies gefunden. Für Wasser. Was ist da denn? Erste Spitzhacke kaputt. Ausgeleuchtet. Höhengebiete. Eisen im Berg, Eisen. Ich guck jetzt mal, ob hier was ist. Sonst spawnt hier nichts.
Ich habe auch normal. Besser wäre eine Spinne. Wenn ich da nichts bauen kann. Und noch neue Fackeln. Aber erstmal muss ich diese beiden mal aufbrauchen. Jetzt nochmal einen neuen Stack machen. Lapp. Oh, na da nicht. Gold. Eisen. Hört auf. Ich muss jetzt mal das Eisen hier abschlagen. So, ich lasse schon mal ein Eisen vorkommen. Da ist Gold. Hier die Eisenspitzhacke holen und das Gold abbauen. Zombie. Die wollen ja noch nach dem Lazuli. So nah. Jetzt hier ein bisschen weg. Scheint aber ein benachbarten Gang zu sein. Und ist direkt bei mir. Wenn noch bestimmt noch mehr Eisen vorkommen, die ich vergessen habe. Nein, waren keine mehr. Da oben geht es allerdings noch weiter. Aber da habe ich keine Diamanten von. Chance. Da oben je auf Diamanten treffe. Weil ich hatte jetzt die... Es wird nicht dunkel. Hier sind rote Pilze, da ist eine Spinne. Die ist aber nicht schon los. Das sind viel los mit Monstern. Nur eine Spinne und das war's. Hier schon wieder ein Eisenvorkommen. Das ist eine eisenreiche Höhle. Oder relativ viel Eisen, was man hier findet. Hier weiter hinten war ja nochmal Eisen. Wo ist denn hier? Zombie. Mit Lederrüstung. Droppt er vielleicht was? Der droppt nix. Noch ein Zombie. Noch ein, du musst zwei Zombie. Zwei Zombie sind ein Creeper. Und die sind besiegt. Wäre gut, wenn ich mein Skelett dann schon finden würde. Weiter nach oben. So. Geh erstmal hier lang. Hört hier bestimmt auch gleich auf. Ja, hier hört auf. Hier ist schon wieder Eisen. Und wieder mit Fackeln bewaffnet. Dahin gehen. Hier ist schon der nächste Gang. So. Natürlich hier hoch. Geht aber scheinbar nicht so weit raus, dass ich hierher gewesen bin. Liegt das dann, dass ich vielleicht jeden Teil schon erforscht habe? Dort ins Wasser. Weil ich bin dort lang gegangen. Jetzt bin ich hier in der ausgeleuchteten Höhle. Da ist noch nichts ausgeleuchtet. Da ist immer das höchste Risiko an Monstern zu stoßen. Scheint aber fast nichts zu sein. Da ist nichts.
Da ist schon ausgeleuchtet. Kann ich denn gerade her? Das Eisen noch drin ist. Nehmen wir natürlich mit. Am besten sollte ich hier noch mal ein paar Lavaseen suchen, damit ich da mal nach Diamanten suchen gehen kann. Und ich endlich noch zwei weitere Diamanten brauche ich nämlich noch. Damit ich nämlich den Zaubertisch craften kann. Also einen Zaubertisch, weil ich jetzt schon 26 Level habe. Hier schon wieder so ein dunkler Höhlengang und ein Creeper. Ein Creeper, da gehe ich mal kurz ein bisschen weiter nach oben hier. Damit ich den immer zurückjagen kann. Guck nicht zwei Fackeln, sondern ein Skelett. Skelett. Ich hätte so ein Skelett müssen, ja. Ich bin hier. Was ist los, ne? Ordentlich klar. Ich bin jetzt ein bisschen unruhig. Da ist eine Fackel. Da ist, da ist noch Eisen da. Kann ich noch mit zuschlagen. Dann ein bisschen essen. Mein Leben auch wieder regenerieren. Jetzt hier das Eisen abgeschlagen. Dann ist eine 6er Ader. Hier waren nur zwei. Erstmal hier noch. Wasser hier wegmachen. Weiter das ausleuchten. Noch mehr Eisen. Kommt noch mehr Eisen. Na, es gibt immer diese Stocker, die. Da unten ist ein Skelett. Tot. Hier bin ich los. Vielleicht ist es weit nach oben weg hier. Natürlich den Jagdbar. Ich wollte das hier jetzt zumachen. Gold! Da ist noch mehr Gold. Nochmal die Eisenspitzhacke und sogar ein Achter vorkommen. Und dann gucken, dass ich hier auch ordentlich Gold finde. Und das scheint aber trotzdem, sage ich mal, eine relativ eisenreiche Höhle. Redstone nehmen wir auch mit. Und mehr Redstone. Soll ich nicht diese Eisenspitzhacke und hochwertige Minerei abzubauen? Die Obsidian oder auch Diamant. Hier geht's nicht weiter. So, wieder nur 9. Den verbraucht ihr aber auch schnell. 5 Fackeln, 4 Fackeln, 3, 2, 1 und alle auf. Wasser mit Wänden. Ich muss anscheinend noch mehr Fackeln machen. So. Schon wieder 35 Eisenerz. Mehr Lava sehen. Hier war noch irgendwo ein Gold vorkommen. Ich glaube, ja, hier vorne war das Gold. Das ist immerhin 4.
Eisen. Das sind 7 davon, oder 8 davon. Oder das sind noch größere Vorkommen. Und da ist nochmal einer. Und 8. Und ich immer noch 32 weitere Fackeln erstellen. Dann ist jetzt. Ist ja jetzt Cola. Aufgegangen und eine Spinne ist hier. Geht's nicht weiter. Für eine Spinne, also irgendwo ist die dann. Mehr Eisen. Vielleicht hier an der Lava mit dem Diamant zu finden. Hier ist gefährlich, hier wo ist hier noch mehr Eisen. Da ist Lava, da ist noch mehr Lava. Und da geht noch ein Höhlengang hoch. Vielleicht sind da diese Spinnengeräusche. Kommt bestimmt von hier. Und das Wasser auch aufhören lassen. Wieder ein Gang. Das sind hier immer neue Gänge. Aber der ist auch nicht viel. Ein Eisenerz. Mehr Waffen. Dunkel auch, aber so wie die an. Redstone mit mehr Lava. Dann gehe ich mal in die Umgebung dieser Lava hier suchen. Ob vielleicht hier noch ein bisschen Diamant ist. Oder finde ich sogar weitere Höhlengänge damit. Grabe ich jetzt mal den Rand des Lavasees aus. Und lag. Sollte am besten kein Monster einlaufen. Scheint ein relativ kleiner See zu sein, oder wie ist das? Ich dachte jetzt, hier geht er da weiter. Wenn man das hier genug Lava zu wählen. Und die zweite Spitzhacke ist am Ende. Aber ich könnte noch genug Kohlequellen herholen. Da ist ein kleiner Gang, wo ich vielleicht einer oder andere spawnen könnte. Da habe ich jetzt einen kleinen Gang gegraben und einen zweiten Lavasee gefunden. Ich bin jetzt schon bei 18 Minuten, aber ich mache diesen Part wieder etwas länger, da das vorherige ein bisschen kürzer war. Immer noch weiter mit der Lava. Noch mehr Lava. Das Redstone. Kann ich nicht, also ich habe ja noch natürlich noch kein Zaubertisch da, und ich noch nicht genug Diamanten habe. Deswegen suche ich jetzt hier schon, eigentlich schon relativ motiviert nach Diamanten. Und hier nicht mal einen Zaubertisch zu craften und dann eine Dia-Spitzhacke mit irgendwo zu verzaubern, also Diamantspitzhacken. Die Lava sehen schon mal frei. Das ist schon riskant mit dem Lava. Da ist auch sehr viel Lava hier unten. Was wie in der Hölle, da ist aber noch viel mehr Lava. Da könnte ich glaube ich auch mal hingehen in die Hölle. Dafür brauche ich eigentlich auch eine Diamantspitzhacke. Muss auf jeden Fall mindestens 5. Du wirst da sogar 8 Diamanten holen. Ach, hier war ich schon mal gewesen. Das ist schon bereits erkundetes Gebiet.
Ach, da war so ein Erz vorkommen. Haben wir eine Spinne? Wo kommen die denn her? Hier sind die nicht mehr. Hier kommen die Geräusche wieder. Wo sind die denn? Über mir? Über mir würde ich nicht vermuten. Verbrennt. So ein Creeper hat Schaden bekommen. Es ist dunkel. Ich wollte dann noch mit Dungeons oder Diamanten gucken. Der Immunität. Ich ging ja von ein paar Fackeln rum. Die zerstört wurden. Ja, ich bin dann Lava ein bisschen freigegraben. Und die Lava geht ja auch da noch, da kein Brot. Na doch, jetzt Brot. Ja, nicht Bogen. Jetzt aber. Diese Bogen verschwinden, also wird er jetzt verschwinden. Jetzt müssen wir hier wieder ein bisschen reingraben. Vielleicht finde ich hier um den Lavasee noch ein, zwei Diamanten. Eisen? Da ist ein Eisen vorkommen, direkt an der Lava. Noch mehr Eisen. Hier sollte ich mal so langsam mal nach oben zurückkehren, wenn die Spitzhacke kaputt ist. Müssen wir nach oben zurückkehren. Ich bin jetzt bald. Ich hab schon wieder Eisen. Einige Eisen vorkommen direkt an der Lava. Aber ich will. An den komme ich so nicht ran. Kann ich den jetzt so abbauen? Nur mit der Steinspitzhacke. Ja, den konnte ich abbauen. Da war allerdings Lava drunter, also hätte ich den nicht so direkt abbauen dürfen. Oder ich hätte ihn unter Wasser setzen müssen, dann würde ich mit hundertprozentiger Garantie nicht in Lava stoßen. Also jetzt würde ich am besten wieder die Rückreise antreten. Ich muss noch finden, wo ich ursprünglich herkam. Und ein bisschen mehr Eisen. Ich nur noch finden, wo ist denn mein Zuhause? Also wo da jetzt wo? Das ist nicht mein Zuhause. Also ich habe diese Lava wieder freigegraben. Das heißt, dieser Gang ist schon mal ein nicht nach Hause führender. Der fliegt, glaube ich, auch nicht nach Hause. Hatte ich ja auch, also kann ich diese beiden nicht mal ausschließen.
Diese beiden schließen sich schon mal aus. Und sind sie noch ein paar weitere Gänge. Hier geht noch einer lang. Hört auch nichts auf. Das ist der dritte ausschließbare Gang. Das heißt, ich muss da wahrscheinlich nach da oder da. Da sind nur zwei Gänge, die existieren. Lässt sich hier in drei auf. Hier ist ein bisschen Eisen. Also kein Rohstoff mit, ein Rohstoff mitgenommen, der hier drin ist. Vielleicht spawnt hier auch der eine oder andere Slime. Sonst muss man hier in der Welt ein Slime. Oh, hier. Hier geht's zurück. Da braucht ziemlich viel Hunger, wie man sieht. Springen und kommt der Film schneller an, aber ich muss wieder selber Rote essen. Jetzt hier wieder hoch. Ich glaube, diesen hier werde ich auch mal auf drei Blöcke erweitern. Also demnächst werde ich hier den kompletten Gang auf drei Blöcke erweitern und Schienen nach unten und nach oben legen. Dass ein Minecraft dauerhaft zwischen, sozusagen zwischen Haus und Mine hin und her pendelt. Was ist hier denn los? Oder ist hier ein Slime drin? Weil ich hatte hier nämlich den ersten Slime, dabei hinten direkt noch einer. Hier ist eine weitere Höhle. Da geht's an die Oberfläche. Es ist gerade tagsüber. Da ist noch ein Baum. Wie spät ist es denn? Gut, Nachmittag, dann ist deswegen wahrscheinlich auch keine Monster hier oben. Der ist noch gar nicht gewachsen, aber manche sind schon fertiges Weizen. Ihr könnt mir mal vorschlagen, wie ich das auf das Haus erweitern könnte, vielleicht hier so eine Brücke rüberbauen. Oder was man sonst macht, oder die Pyramide noch ein bisschen benutzen. Ihr könnt mir gerne Vorschläge in den Kommentaren geben. Nehmen Sie gern an. Ich werde vielleicht auch ein paar Tage mal da hinten in die Wüste gehen und da also Inventar komplett leeren, außer eine oder außer zwei Diamantschaufeln. Und dann dahin gehen, um dann viel Sand und Sandstein dann aufzufahren. Was dann noch eine Spitzhacke dazu. Erstmal hier das Eisen ist fertig. Jetzt habe ich nochmal 8. Das hier noch 3 rein und dann passen hier nochmal. Nein, hier passt gar nichts mehr rein. Also hier im Inventar ist schon voll. Ich habe jetzt hier. Soll ich überhaupt Gunpowder? Ja, mit 2 Stücke rein. Redstone brauche ich auch nicht. Also die Knochen nehme ich am besten mit, damit ich immer Wölfe zähmen kann. Jetzt habe ich nur mal so 4. Ich muss immer warten, bis das fertig ist. Ich packe hier noch die Kohle dazu. Und crafte mir noch eine weitere Truhe. Eine weitere Doppeltruhe. So, 2 Truhen. Die kommen hier hin. Hier könnte ich irgendwie was halten, also Haustierhaltung. Ach, ich kann sowieso nur nachts schlafen. Was mache ich denn jetzt hier? Hier ist ein freier Ding. Kies kann ich noch packen. Zuckerrohr packt auch noch rein. Aber ich glaube, hier ist Cobblestone. Ich würde sonst, also ich würde sonst hier eine Truhe extra mit Cobblestone und Erde. Also, wo ich nur Cobblestone und Erde reinpacke. Wenn ich hier die Erde rausholen. Hier die Erde rein und Eisenbeinrüstung, die brauche ich jetzt gerade noch nicht, aber die Eisenrüstung scheint noch relativ gut drauf zu sein. Eisen ist fertig und jetzt
nochmal so 67 Stack an Eisen. Und jetzt muss ich die ganze Erde hier mitnehmen. Das ist aber auch massig Erde hier. Die will ich ja die Erde und Cobblestone-Truhe packen. Zack, 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 zack. Hier kommt nur Erde und Cobblestone rein. Hier ist noch mehr Erde, also ich habe hier entsetzlich viel Erde. Die Erde hier ist noch mehr. Also ich habe hier Wahnsinns Erde, also jetzt ist wieder das Inventar voll. Es ist Nacht und ich habe Halbmond, also es dürften schon immerhin ein paar Slimes bald spawnen. Da ist Bonnie in der Helligkeit. Ja. Warte einfach mal ein bisschen ab. Boah. Habe ich einige Stacks an Erde voll. Hier ist ein bisschen Cobblestone. Du hast diese Truhe erstmal ein bisschen leer gemacht. Die leer gefegt. Hier ist noch mehr. Na, Kies nicht. Kies nicht, aber Pflasterstein nehme ich mit. Das war's erstmal. Und jetzt weiter noch, wieder nach oben. Um diese 64er Cobblestone Stacks hier reinzupacken. So ist sie fast die ganze Truhe schon voll. Also ich glaube, ich muss mir überlegen, mal eine Pyramide aus dem Cobblestone hier zu bauen. Auf Erde sieht nicht so schön aus. Aber aus dem Cobblestone hier könnte ich mal. Alle Eisen ist ja noch am Arbeiten. Was könnte ich denn sonst denn noch machen? Kurz mal rausgehen. Und gucken, ob jeden Fall Slimes gespawnt sind. Weil es Nacht geworden ist hier im Sumpfgebiet. Hier liegen ein paar Setzlinge rum. Ich schwimme dann sogar. Ich schwimme sogar teilweise im Wasser, also ich hätte sogar Slimes im Wasser. Aber es ist ja nicht die ideale Mondphase. Da sind aber auch Creeper gespawnt. Ich muss das so machen, dass man da einen Creeper mit sieht. Wo ist die denn mal? Jetzt ist dieser eine Creeper nur. Nicht hier explodieren. Der explodiert nicht. Da ist schon wieder ein Creeper gespawnt. Oder da ist er ja. Noch einer. Die Creeper-Flucht drehen. Jetzt müssen wir das töten. Einen kritischen Hit. Das ist ein Experience, ja. Auch sammeln. Was Slimes sind jetzt im Moment noch keine. So, wir spawnen ja ab und zu, wenn es Nacht im Sumpf ist. Hier scheint gerade aber kein Slime zu schwimmen, auch um Mitternacht. Ne? Nur Tintenfische, Fische. Und der Baum wächst vor mir. Was könnte ich denn vielleicht mit diesem See noch machen? Vielleicht eine Brücke darüber bauen und da noch ein zweites Haus hinten zu bauen oder da eine zweite Pyramide hinzustellen. Ich könnte da entweder ein zweites Haus oder eine zweite Pyramide hinstellen. Ihr könnt mir die Ideen geben, also im Kommentar. Ich hoffe mal, dass das Video euch gefallen hat. Gebt dafür einen Daumen nach oben. Das motiviert mich auch, genauso wie abonniert über dieses Video. Und teilt nach es bekannter. Damit ich mehr Aufrufe kriege und mehr Liker, mehr Abonnenten. Bis dann und ciao.